Hey Leute, was geht ab? Hier ist euer Coach Eddie. Und heute bin ich mal wieder unterwegs mit meinem Kameramann, dem Sammy. Und wir haben natürlich bei Facebook nochmal ganz kurz gefragt, was für Übungen würde euch interessieren. Und da kam unter anderem auf, wir würden gerne mal lernen, pass auf, wie geht es das Fliegende mit den Kurzhanteln, wie geht es richtig für die Brust und aber auch das Kurzhantelrudern. Das würde uns auch mal interessieren. Und das war einleuchtend für mich. Ich dachte mir, ja, das stimmt wirklich. Ich sehe da oft Fehler und denke mir so, oh, was geht da ab? Und sehe kaum Leute, die das wirklich richtig machen. Ja, es gibt nur ganz selten Leute, die das wirklich einwandfrei richtig machen. Ich möchte euch heute mal ein, zwei Schritte zeigen, wie man diese beiden Übungen richtig gut bekommt. Und nachdem ich euch belehrt habe, gibt es dann nochmal eine Goodie-Übung, die ich sehr gerne in letzter Zeit mache und mit der ich sehr tolle Zuwächse einbußen konnte für den oberen Teil des Rückens. Seid ihr bereit? Let's go! Okay Leute, kommen wir nun zu der ersten Übung, und zwar natürlich Fliegende mit Kurzhanteln. Ich habe mir dafür mal direkt mal das schwerste Gewicht in die Gym gepackt, was es gibt. Und möchte ich heute einmal ganz kurz zeigen, wie man da vorangeht, beziehungsweise wie ich sie gelernt habe und wie man die Brust damit wirklich tatsächlich spürt. Weil ich habe die Nachricht gelesen und dachte so, wie kann man dann bei Fliegenden das Ganze nicht spüren? Also es liegt vielleicht an der Tatsache, dass viele diese Übungen viel zu weit oben oder in einer viel zu schlechten Winkel machen, beziehungsweise, ich mache es mal kurz vor, vielleicht eigentlich nur so ein gewisses komisches Kurzhanteldrücken machen, was eigentlich gar nicht der Muskel trifft. Ich möchte, dass ihr folgendermaßen vorgeht. Ich strecke eure Arme auf Höhe eurer Brust mit den Kurzhanteln, öffnet sie ganz leicht, etwas schulterbreit, und dann fallen zur Seite ganz gerade raus, Arme leicht gestreckt, bleiben hier unten, ziehen 3, 2, 1 und führen wieder zusammen. Halten hier aber an und dann gehen wir wieder raus. 3, 2, 1, ja? 5 nach halb 5, das ist ungefähr die Zahl, die wir hier haben wollen. Und dann wieder raus. Kurz halten, die Dehnung spüren, hochkommen, anspannen. Okay, das wäre die Art und Weise, wie ich Fliegende mit den Kurzhanteln erklären würde. Für alle, die dann sagen, Mann, Eddie, das ist mir noch zu leicht, ich kann viel mehr, meine Brust ist heftig. Ach, deine Brust ist heftig, super, dann kannst du bestimmt auch das hier. Dann würde ich das empfehlen folgendermaßen. Wir drehen die Handflächen diesmal nach vorne. Und genau in demselben Stil gehen wir wieder nach außen, halten und kommen dann wieder hoch. Super. Ohne zusammenzuführen, ohne zusammenklatschen zu lassen, gar nichts, sondern wirklich hier einmal kurz halten und wieder hoch. Ja, halten und wieder hoch. Okay, super. Alle Pädagogen da draußen, ich grüße euch ganz lieb. Es ist natürlich falsch, pädagogisch ist es falsch, einen Fehler vorzumachen und dann eine Übung zu erklären, das ist richtig. Aber ich möchte euch das so erklären, dass wenn ihr seht, dass der Eddie sich darüber lustig macht, dann wisst ihr ganz genau, ey, ganz ehrlich, wie ich das gerade mache, dann würde der Eddie mich auslachen. Nein, ich lache natürlich nicht. Aber es ist so falsch, wie ich es vorhin gezeigt habe. Und dann habt ihr nochmal die richtige Ausführung gesehen und ihr merkt es euch wesentlich besser. Also so habt ihr halt wirklich einmal vorgeführt bekommen, wie es falsch aussieht und nochmal, wie es richtig aussieht. Okay? Probiert es aus, konzentriert euch auf euren Muskeln. Ja? Geht in dem Training nicht immer bloß die Bewegung durch. Bewegung, 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 Gewicht, Gewicht, Gewicht. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, wirklich zu merken, wow, ist das der Winkel? Treffe ich den Muskel gerade? Ist das richtig? Wow, ich spüre das nicht. Lässt euch mal den Weg ein kleines bisschen verändern. Okay? Alles klar, kommen wir zu der nächsten Übung. Okay Leute, kommen wir nun zu der zweiten Übung. Die zweite Übung, die da angefragt worden ist, war das Kurzhantelrudern. Kurzhantelrudern, das macht da auch wieder Sinn, da, wie gesagt, habe ich auch immer öfter Fehler, komischsten Ausführungen und teilweise, ja, so runde Rücken, dass man denkt, okay, ich kriege gleich einen Bandscheibenvorfall, wenn der jetzt so weitermacht. Natürlich gehe ich hin und versuche zu belehren, wer sich lernen lassen möchte. Hier also die richtige Ausführung für euch, was das Thema Kurzhantelrudern betrifft, für einen tiefen, wunderbaren Rücken und einen starken Lat. Okay, also passt auf. Wir gehen hinein in die Übung. Wir positionieren uns erstmal richtig. Wichtig ist dabei, dass wir Folgendes machen. Wir drücken unseren Rücken gleich durch, okay? Wir halten die Rücken nicht rund oder versuchen da irgendwas zu machen, sondern wirklich schön durchgedrückt. Wir halten die richtig schön gerade. Stellt euch mal vor, als ob ihr wirklich einmal komplett wirklich so ein Glas aufstellen wollt auf euren Rücken, ja? Ihr seid wirklich mal so ein Silbertablett und da wird jetzt ein Glas draufstehen. Das ist die Vorstellung. Ihr habt die schön gerade, ihr greift das Gewicht schön eng am Körper, okay? Und von hier lasst den Arm schon hängen und die Bewegung fängt in der Schulter an und der Rest wird vom Arm gezogen. Okay? Das heißt, wann immer wir in den Rücken arbeiten wollen, ist es wichtig, dass die Bewegung in der Schulter anfängt. Das heißt, passt bei jeder Rückenübung. Wir ziehen erst die Schulter zurück,
dann macht der Rest der Arm. Das heißt, du gehst aus der Übung raus und du merkst, wow, der Rücken ist ja auch Punkt. Vielleicht springt da silbernes Fell hinten raus, ja? Und die Arme sind noch relativ kalt und genau dann ist es richtig. Du musst wirklich verstehen, du siehst deinen Rücken ja nicht. Du musst wirklich also verstehen, vielleicht mal die Augen schließen und merken, wow, ja, das ist das, was der Eddie meinte. Ja? Und deswegen nochmal die richtige Ausführung, pass auf. Richtig schön nah am Körper, nicht zu weit nach außen oder hier oder sonst was, sondern wirklich schön hier einmal hochziehen und dann Richtung Bauchnabel arbeiten und langsam wieder absinken lassen. Schön hoch, anspannen und langsam wieder raus. Auch hier nicht versuchen, hier irgendwas wegzuschwingen, sondern wirklich konzentriert hängen lassen, Schulter hoch, nachziehen. Ja? Hoch, Schulter hoch, nachziehen. Perfekt. Immer wieder genauso weitermachen. Die Kraft wird kommen, das ist eine der Übungen, da kann man sehr, sehr stark werden. Ich bin hier schon längst bei 60 Kilo und könnte wahrscheinlich noch mehr. Man wird hier sehr, sehr schnell stark werden, dass, sobald man die richtige Ausführung hat, das Gefühl für den Rücken hat. Ich kann es nur empfehlen, auf beiden Seiten direkt hintereinander zu machen. Das ist halt auch nochmal heftig. Das ballert auch nochmal richtig weg. Oder was wir auch nochmal richtig Krankes gemacht haben mit einem Kunden. Ich habe immer einen Kunde von mir, der wollte immer, dass wir zusammen trainieren. Ich weiß nicht, warum er das auf diese Idee gekommen ist. Jedes Mal war ich an dem Tag richtig gut drauf, habe mir dann einen Workout überlegt und dann haben wir einfach auf beiden Seiten das Gewicht aufgebaut und dann abwechselnd immer 8 Wiederholungen gemacht. Ja? Das haben wir, glaube ich, pro Seite 4-mal gemacht. Das heißt, ohne Pause sind wir es wirklich durchgegangen. Ne? Also, und ich wollte natürlich nicht vor meinen Kunden da zusammenbrechen und die Schwäche zeigen. Darum habe ich das komplett durchgezogen. Und als er da nicht weitergemacht hat, habe ich gesagt, ey, was ist los, komm. Nein, Quatsch. Nein, war ein schöner Tag. Kann ich mal ausprobieren. Probier das mal aus, auf beiden Seiten 4 Sätze zu machen, ohne Pause. Dann erst die Pause anzulegen. Das haut rein, okay? Alles klar, gehen wir zu dem nächsten Niveau. Okay Leute, nachdem ich euch das nun so ein kleines bisschen korrigiert habe, gibt es von mir noch mal ein kleines Geschenk, und zwar eine Übung, die ich sehr, sehr gerne mache, und zwar für den oberen Teil des Rückens. Der Oberteil des Rückens hat mir in der Zeit lang auch gefehlt, das heißt alles, was mit dem Trapezmuskel zu tun hatte, den habe ich da irgendwo mit dieser Übung wunderbar ausarbeiten können. Ich habe diese Übung primär benutzt, um auch wieder hier vorzuermüden. Ja, ich habe letztens die Nachricht bekommen, was hätte ich von Vorermüdung, also ich mache eigentlich fast jeden Muskel, versuche ich ein bisschen vorzubearbeiten und dann in die Grundübung hineinzugehen. Das heißt, der ist schon angespechelt und dann gehe ich erst in die Übung hinein. Das mache ich sehr gerne. Das hat den Vorteil, dass ich dann nicht mehr allzu viel Gewicht benutzen muss. Das heißt, ich trainiere vielleicht gelenkschonender und trotzdem erreiche ich Muskelversagen, Muskelwachstum und das passt dann. Ja. Wenn ich dann aber auf die Idee komme, zu sagen, ich mache das nicht, ich höre mich nur auf und gehe rein, habe ich wunderbare Power, das passt dann auch. Also Vorermüdung bin ich ein großer Fan von. So, wir wollen hier den oberen Teil des Rückens und die hintere Schulter wieder wunderbar vorwärmen. Und zwar mit folgender Übung. Wir gehen rein, wir stellen uns die Bank auf die 3, geht mal wieder, und legen uns dann einmal bäuchlings drauf. Okay? Dann holen wir das Gewicht, und dieses Gewicht darf bitte nicht zu schwer sein. Das sollte nicht zu schwer sein, das ist ganz wichtig. Wir greifen dazu und ziehen praktisch, als ob wir einmal rudern wollten, hinein in den oberen Teil des Rückens. Und dann geht die Bewegung nach oben. Wieder hängen lassen. Hochziehen. Hoch. 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 Noch einmal. Hoch. Hochziehen. Perfekt. Also wirklich, ohne Spaß. Diese Übung ist Mörder. Ihr werdet das auf jeden Fall spüren. Im gesamten mittleren Teil eures Rückens, aber auch in den hinteren Schultern und im Schultergürtel, baut die definitiv mal mit ein und erfahrt, was für Kräfte sie in euch auslösen wird. Wirklich, wenig Gewicht, ihr seht, ich habe hier auch mal wieder eines der schwierigsten Gewichte hier im Studio genommen, um mal diese Übung hier kurz vorzuführen. Probiert das aus und feiert definitiv eure Erfolge. Super. Ich hoffe, dass ich euch mal wieder ein bisschen was zeigen konnte, dass ich euch ein bisschen neue Ideen angeben konnte oder vielleicht alte Ideen wieder neu aufgefrischt habe. Probiert es aus, bringt das neue Training ein, damit das nicht allzu langweilig wird. Und dann wird es machen, okay? Euer Coach Ali, bis zum nächsten Mal. Peace out.